So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon LP Nummer 2, Folge 2 meine ich natürlich. Ja, wir sind jetzt im Auftrag von Professor Birk unterwegs und müssen uns... Moment, mal gucken, mein Pokémon ist noch voll, Bollwerk ist noch voll geheilt. Und wir müssen zu Route 103. Ne, das ist nur in Städten, wie es aussieht. Ah, schleichen kann ich jetzt auch. Oh, und eine erste Begegnung. Ein Wampel. Ein Wampel. Zack. Ja, Fadenschutz ist okay. Das ist ja nur langsamer gemacht. So. So, jetzt noch mal ein Kampf. Schnell, komm. Aquaknarre. Ach komm, du tackelst mich zu Tode. Das geht doch mal gar nicht. Stufe 6. Ja, das ist immer so das Typische, dass die Haupt-Pokémon da drastisch ansteigen. Sind deine Pokémon wieder? Dann bringen sie ins Pokémon Center. Das ist gleich hier um die Ecke. Ich bin doof. Ich möchte noch mit dem reden. Nein. Ein Tic-Tacs. Los, Bollwerk. Bollwerk. Ja, komm, nächstes. Ich sage, nee, du bist physisch eher. Das sollte ich vielleicht mal nachgucken und. Hoffentlich habe ich es nicht verpeilt. Mein Hikropi ist männlich. Nee, es ist weiblich. Verdammt. Ich sollte vielleicht erstmal auf das Geschlecht achten, wenn ich einen Namen gebe. Im hohen Gras lauern wilde Pokémon. Wenn du eins fangen willst, bist du. Also so an der richtigen Adresse. So. Schauen wir uns mal die Werte an. Super, das wird ein spezielles, wenn es. Es müsste Scheu sein, glaube ich, oder? Ja, Scheu. Juhu, ich habe ein spezielles Hydropi. Das ist natürlich super. Ja. Dann haben wir halt ein spezielles Hydropi. Ich glaube, speziell ist auch gar nicht mehr so unnormal. Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Ich erkenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainer-Neuling bist. Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, werde ich dich ein wenig herumführen. Das dort drüben ist der Pokémon-Supermarkt. Man kann ihn ganz leicht an dem blauen Dach erkennen. Wir verkaufen dort jede Menge lustige Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Und anderes. Hier ein kleines Werbegeschenk. Ich habe Tränke erhalten. Tränke werden in der Medizintasche verstaut. Tränke kann man überall einsetzen, genau das macht sie unfassbar praktisch. Aber Soda bzw. Wasser ist viel besser. Und das hier ist dein Pokémon Center. Du kannst es am roten Dach erkennen. Die Angestellte dort heilt dein Pokémon-Team und sorgt dafür, dass es wieder topfit ist. So, das waren sie, meine nützlichen Tipps. Das war noch sehr freundlich von mir, oder nicht? Gute Reise. Ja, trotzdem kriegst du kein Trinkgeld. So, jetzt gucken wir erstmal das hier an. Rosalstadt, wo Dinge selten ihren Anfang nehmen. Das ist auch gut. Das Blumenbeet in der Mitte. Ah, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, das Blumenbeet. So, heilen wir uns erstmal. Guten Tag, willkommen. Ja, heilen dein Vogel, machen sie wieder fit. Ja. Riesen Pokébälle da rechts und links. Aber das
Pokémon Center sieht anders aus. Ich finde es auf jeden Fall besser als bei XY. Das sieht etwas kompakter aus. Und mehr nach einem Pokémon Center. Obwohl ich schon gerne eine Tür hinter der Frau hätte, wo sie dann ab und zu wenigstens mal verschwinden kann. Damit es wenigstens so aussieht, als hätte sie irgendwie Arbeit. Das Pokémon-Journal in deinem Bücherregal, in diesem Bücherregal bietet etwas andere Informationen als gewöhnliche Magazine. Und wenn ich das sage, dann ist das auch so. Was hat denn der hier? Der PC dort auf der Theke ist für alle Trainer da. Das heißt, dass auch du ihn benutzen darfst. Gut. So wie die Menschen Männer und Frauen gibt es für Männchen und Weibchen. Aber anscheinend weiß keiner so genau, was der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist. Pokémon Center sind fantastisch. Du kannst ihren Service nutzen, so oft du willst. Und zwar kostenlos. Das ist zum Herumreisen. Gut, dann. Items. Ne, ich habe ja nichts. Okay, ich habe gedacht, ich hätte nur meinen persönlichen PC. Da ist eine Karte. Okay, dann haben wir hier das Pokémon Center durch. So, brechen wir mal bei Leuten, bei fremden Leuten ein. Während eines Kampfes können Pokémon manchmal ein Level aufsteigen und stärker werden. Je stärker deine Pokémon werden, desto mehr Orte kannst du bereisen. Ja, das klingt doch verständlich. Ich möchte ein Päuschen machen, darum speichere ich mein Spiel. Tränke kann man überall einsetzen, genau das macht sie unfassbar praktisch. Ich habe hier die Fußspuren eines seltenen Pokémon entdeckt. Warte, bis ich sie fertig abgezeichnet habe, okay? Ah, okay. Das ist der wo mir den Weg versperrt. Das Pokémon auf der linken oberen Seite der Liste kämpft als erstes. Ja, das kennen wir. Manche sind Pokémon werden näher. Das könnte einen Vorteil verschaffen. Na, halbherzig gelesen, ich weiß, aber. Leuchtend bunt. Der Verkäufer hat gesagt, er sei bis auf ein paar Tränke restlos ausverkauft. Jetzt stehe ich ohne Pokébälle da. Okay. Alle KP verliert wird es kampfunfähig. Damit das nicht passiert, solltest du immer rechtzeitig Tränken heilen. Okay, aber wie es aussieht, hat der keine Bälle für uns. Das ist auch mal klug gemacht. Sonst ist ja immer so, du kannst Bälle kaufen, bevor du sie eigentlich von ihr kriegst. Okay. Wenn du das Schiebepad nur leicht bewegst, kannst du auf Zehenspitzen gehen. Während du auf Zehenspitzen fortbewegst, werden Pokémon nicht mehr so leicht auf dich aufmerksam. Das habe ich im Buch von Professor Wirk namens das ABC-Feldforschung gelesen. Das ist interessant. Ich sollte vielleicht nicht in irgendwelchen Buschrändern rumgehen. Ein Wingull. Komm, Bollwerk, mach's fertig. Selbst auf dieser Stufe durfte ein Tekken dir noch helfen. Zum Glück bist du bist du ein Wasser-Pokémon und noch nicht Boden, weil dann wäre das nicht effektiv. Ah, ich denke, mit einem KP, da können wir es noch verhaken. Nicht, dass es darauf rausläuft, dass du normal mit einem KP überlebt hättest. Mal überlegen. Was für ein Pokémon findet man auf der Route 103 nochmal? Hä? Oh, hi, einer wie? Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Einen besseren Grund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt es nicht. Komm, ich gebe dir einen Vorgeschmack für das Leben als Trainer. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Maike. Der Auber wird von Maike in den Kampf geschickt. Oje. Sag mir bitte, dass es Level 4 ist oder so. Okay. Ja, Pfund und dann kommt ein Tackle. Der Tackle macht zumindest schon mal mehr Schaden, das ist gut.
Ja, ich glaube ein, na ja, zwei Tackle sind's noch. Boah, jetzt hoffe ich nicht, dass der Rasierblatt oder Rankenhieb macht. Puh. Das ist gewonnen. Die Sache ist gewonnen. Huhuhu. Ja, da habe ich wohl wieder was verpasst. So, Bollwerk erreicht Level 7. Oh. Wow, das war spitze, Einavi. Du bist ja ein gut echtes Naturtalent. Einavi gewinnt 200 Poké-Dollar. Das war ein toller Kampf, danke dafür. Warte mal eben, ich heile unsere beiden Teams. Heute mit so einer Spritze. Dein Team wurde vollständig geheilt. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater so viel von dir hält. Dass er dir sogar ein Pokémon gegeben hat. Du hast dein Pokémon nicht sehr lange, aber es hat dich schon ganz total gern. Das sagt doch alles. Mit jemandem wie dir will ich bestimmt jedes Pokémon, befreundet sein. So, ich bin mit meiner Forschungsarbeit fertig. Es wird langsam Zeit, ins Labor zurückzukehren. Komm, lass uns zusammen zurückkehren. Ups. Ja, ich hab eh keine Pokebälle. Also. Rosaltstadt. Oh. Wie lange, Anavi? Lass uns schnell zurückkehren. Extra noch den Sprung. Total unnötig. So. Hey Anavi, hier drüben! Ich hab die Stimme vergessen! Ah, wie ich gehört habe, hast du Mike im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Sie hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen und hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Hier, diesen Pokédex hatte ich den Forschungszwecken, zu Forschungszwecken bestellt. Ich glaube, bei dir ist er besser aufgehoben. Aha, jetzt wissen wir's. Er ist eigentlich gar kein richtiger Professor. Er bestellt sich den Pokédex. Einer wie er hält Pokédex. Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten von allen zu allen Pokémon erfasst, die du siehst und du fängst. Mike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Sie kommt nicht oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ich ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist. Wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist. Um mir den Eintrag des Pokédex zu zeigen, den irgendjemand verfasst haben muss. Auf dich warten Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon und Natur. Und Auge und so. Es würde mich freuen, wenn sich durch diese Erfahrung dein Horizont erweitern würde. Und wenn du dabei noch fleißig mit deinem Pokédex füllst, wäre es natürlich noch besser. Am meisten würde es mich aber freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst. Und mir zeigst, wie du vorankommst. Ach, da bekomme ich gleich Lust, mich selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Jetzt hast du also auch ein Pokédex, einer wie... Genau wie ich. Das freut mich für dich. Dann kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Hier einfach Pokebälle, um wilde Pokémon zu fangen. Juhu. Pokebälle. Ich habe einen nützlichen Tipp für dich als Anfänger. Pokémon, die in einem Kampf mitkämpft, Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar dann Erfahrungspunkte, wenn du das wilde Pokémon, gegen das sie gekämpft haben, fängst. Aber das ist irgendwie auch logisch, oder? Der Trainingseffekt bleibt schließlich dasselbe. Ach, übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Sobald ich hier fertig bin, verlasse ich Wurzelheim. Ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen. Was für ein Pokémon ich unterwegs begegnen werde. Lesen. Geben wir beide unser Bestes, Einer. Aha. Ja, okay. Ich hau mal ab. Geh nach Hause. Wie geht es denn so, Einavi? Du siehst ganz schön geschafft aus. Ruh dich ein bisschen aus. Bim, 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 bim.
Pass auf dich auf, Schatz. Sie weiß also schon, dass ich abreise. Ich hänge auch die ganze Zeit mit meiner Tasche rum. Warte, eine Wie! Hast du schon bei Professor Birk vorbeigeschaut? Natürlich. Oh, was für ein süßes Pokémon. Hast du es von Birk bekommen? Ja, du hast es gerade gesund gepflegt. Toll. Du kommst wirklich ganz nach deinem Vati. Gut. Siehst du aus mit deinem Pokémon. Kaum zu glauben, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast. Vati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Aber sei unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendetwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen, in Ordnung? Also los, schnapp sie dir alle! Schatz. Komm und schnapp sie dir, Pokémon! Sie haben mir da irgendwas zugeworfen. Darauf wette ich. So, was sagt denn der Pokémon-Deck? Oh, gefangen 1. Gesehen 6. So, was sagt der Pokédex über Hydropi? Im Wasser atmet Hydropi durch die Kiemen an seinen Wangen. Wenn es im Kampf in eine brenzlige Situation gerät, setzt es eine verblüffende Kraft ein, mit der es Felsbrocken zerquetschen kann, die größer sind als es selbst. Habiate. Habiate unbekannt. Fangorte fand ich da irgendwie besser als Ausdruck. So. Hey, Navi! Hier, das ist von meinem Papi. Papa, das wollte ich dir eigentlich vorhin schon geben. Der Poké-Multi-Navi wurde erweitert. Die Pokédex-Navi-Funktion wurde hinzugefügt. Durch dieses Update werden dein Poké-Multi-Navi und die Pokédex-Navi-Funktion erweitert. Damit kannst du unter anderem für jede Gegend Informationen zu den dort lebenden Pokémon abrufen. Das ist eine extrem praktische Funktion, besonders wenn du alle Pokémon aufschnappen willst. Na schön, dann benutze ich am besten auch gleich mein Pokédex-Navi und gehe auf die Suche nach Pokémon. Einerie, versuch doch in der Zwischenzeit mit den Pokébällen, die ich dir vorhin gegeben habe, ein paar Pokémon zu fangen. Tja. Ach, was war's? Hier will ich keins. Das ist... Da gibt's nichts, was ich fangen will. Auf Route 103 gibt's, glaube ich, was. Nee. So, aber ich kann ein bisschen trainieren. Das Aquaknarre am besten noch. Speziell, ich vergesse es immer, dass es dann auch noch im Vergleich zum Tackle gibt es ja. Ich habe keine Lust auf den Raum. Ein Volltreffer. Bollwerk erhält 16 Erfahrung. Das ist. Ah, okay, das sieht man. Hey, Anna, wie ist hier drin? Sieh mal dort. Dieser wedelnde Schwanz. Ein klares Zeichen, dass sich ein Pokémon versteckt hält. Doch damit nicht genug. Denn laut Poké-Navi verfügt es über eine seltene Attacke. Oho. Anyway, versuch doch mal, dich dem Pokémon ganz langsam zu nähern. Durch leichtes Bewegen des Schiebebett kannst du das Pokémon auf 10 Spitzen nähern. Das habe ich zumindest nur im Handbuch gelesen. Noch ein kleines Stück weiter, Anyway. Nähere dich dem Pokémon, aber ganz langsam. Ja, das habe ich gerade schön gelesen. So. Dann würde ich es fangen, wenn es eine seltene Attacke kann. Ja, ich glaube, mit Aquaknarre ist schon. Töte ich nicht. Ah, Yolo ist wahrscheinlich die. Komm, nach der Aquaknarre geht, das war jetzt.
weniger als 50% sind. Ein Volltreffer. Komm! Verarsch mich! Dabei war ich mir sicher, dass das funktioniert. Das war echt klasse, Henry. Ich habe als Trainer zwar schon mal mehr Erfahrung als du, aber mich erfolgreich ein versteckte Pokémon anzuschlagen, gelingt mir nur ganz selten. Ja, super. Das Lustige daran ist ja, ich wollte es ja sogar fangen. Naja, da sind auch nur nochmal eine Pokémon-Station aufsuchen. Und dann können wir vielleicht unser erstes, zweites Pokémon fangen. Auch ein guter Ausdruck, das erste, zweite Pokémon. Ja, ich hoffe, ich krieg das bald, weil wenn ich zu lange warte, dann... Ja, dann ist das Typische alles zu stark. Ich dachte, die Fußspuren und da stellte sich fest, dass es meine eigenen Spuren waren. Wingull, Suchlevel 2. Okay. Das ist ein Zickzack, wenn ich es richtig sehe. Kommt das nochmal? Ah, das ist also auch zufällig. Mal sehen. Oh, ein Loturzel. Na, das möchte ich aber nicht zu weit trainieren. Ich möchte erst ein anderes Pokémon fangen, bevor ich jetzt gegen Trainer antrete. Und nein, auch ein Zickzack möchte ich nicht. Ich weiß, welches Pokémon es auf dieser Route gibt. Wenn ich es nicht schaffe, es innerhalb der Zeit zu fangen in dieser Folge, wird die nächste Folge damit beginnen, dass ich es fange. So. Gucken wir aber mal, was. Hier gibt es keine, die du noch nicht gefangen hast. So, wenn wir schon dabei sind, können wir ja gucken, wie es aussieht. Ach. Route 102. So, oh, das ist eine 15%ige Chance gewesen, das Loturzel zu finden. Und trotzdem ist es immer noch da. Nee, ich hab schon ein bestimmtes Pokémon im Sinn. Mal sehen, ob ich's schaff. Ja, perfekt. Hat doch geklappt. Bitte sag mir, dass das ein Tackle aushält. Boah, das war knapp. So, jetzt aber noch den ersten Fangversuch. Und das ist sogar weiblich. Ja! Ich habe ein Trastler gefangen.
Yay! Yay! So. Ja, Tesla hat die Fähigkeit, die Emotionen von Menschen wahrzunehmen. Und seine gute Laune. Das ist ebenfalls fröhlich. Weiter. Möchtest du Tesla einen Spitznamen geben? Ja! Aber diesen Spitznamen werden wir erst beim nächsten Mal erfahren. Beziehungsweise werdet ihr erst beim nächsten Mal erfahren. Bis dahin, auf Wiedersehen!